Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play FIFA 15, wir Goalkeeper im Karrieremodus mit mir, dem Partizan LP. Ja, der Montag, den hasse ich vom Tag und der ist morgen. Nach einem kurzen Sonntag, wo ich eigentlich nichts gemacht habe außer Fußball schauen und ich da einen kämpferisch starken HSV verlieren gesehen habe gegen Frankfurt, ja, gegen Frankfurt haben die gespielt. Die haben echt wacker gekämpft, war irgendwie eine richtig bittere Niederlage. Und auch in der zweiten Liga Düsseldorf zum Glück gegen RB Leipzig noch 2-2 gespielt hat, dass ich richtig feier. Bin ich jetzt am Abend angelangt und dachte ich mir so, ja, ich muss ja noch FIFA aufnehmen für euch, für die besten Zuseher der Welt. Wir spielen zu Hause in der Allianz Arena. Und Sandhausen sollte da doch Außenseiter sein. Nehmen wir mal so an. Aber es gab schon immer wieder Überraschungen mit den Münchner Löwen. Wo wir die vermeintliche Favoritenrolle gespielt haben, das wollte ich sagen. So, Rama schön auf Klaassen. Der jetzt mit der Flanke abgeblockt, oder? Müsste Eckball geben. Nein, gibt nur Abstoß. War doch vom eigenen Spieler daneben geköpft. Bayern momentaniger Tabellenführer in der deutschen Bundesliga. Zeigen sich wieder von ihrer starken Seite. Man kritisiert ja ein bisschen das Rotationssystem von Pep Guardiola. Aber meiner Meinung nach haben sich das immer die Spieler verdient. Das sollte eigentlich irgendwie jeder Club machen, meiner Meinung nach. Aber es passt halt nicht zu jedem Club. Und es kann sich nicht jeder Club leisten. Und das war knapp vorbei jetzt von, ich glaube, es war Rodri. Riemann im Tor. Der zweite Tormann ist Knaller. Das ist ein Österreicher. Aber der ist momentan nicht gesetzt. Der war schon gesetzt bei den Sandhausener. Die ist jetzt über Achenbach versuchen, auf Graz wieder auf Achenbach. Ja, die machen jetzt. Das war schön gespielt, aber am Ende nochmal Kagelmacher dazwischen, der dann einen kleinen Fehler macht, der jetzt über die Seite der Spiel. Ah, Steinhöfer hat das wieder gerettet. Dann spielen wir ihn halt so. Der kommt eventuell sogar an. Ja, Ro nein, doch nicht. Rodri hat ihn zwar mit dem Kopf gespielt, aber dann ist der Ball wieder am Gegner gelandet. Und der geht doch eindeutig daneben. Da, was? War der abgefälscht? Okay, das hätte ich so gar nicht gesehen. Ah, zurück. Boah, Traumparade. Der wäre ins untere Eck gegangen. Gibt aber natürlich. Warum bin ich denn so weit vorne gewesen? Den hätte ich mir vielleicht schnappen müssen. Aber da waren wir zu viel durcheinander im 5-Meter-Raum. Vorteil für Sandhausen. Achenbach. Der zieht das Spiel gut immer über die Seite auf. Und das war jetzt schön in die Mitte gespielt, aber den Schuss, den setzt er wieder daneben. Normalerweise muss der zum Tor gehen, aber seien wir froh, dass dies nicht geschehen ist. Und wieder über die Flanke. Also da sind sie stark. Darin liegt anscheinend die Stärke. Aber jetzt diesmal abgegrätscht und geklärt dann von Vajori, vom Spanier. Oh, der Einwurf nicht optimal. Und wieder der Gegner im Vorwärtsspiel.
Boah, kein schlechter Schuss. Aber da wären wir wahrscheinlich dran gewesen. Da ärgert er sich, da fliegen wir. Nachher haben wir nochmal neue Schuhe freigeschalten. Die habe ich mir im Katalog gekauft. Da könnt ihr euch dann aussuchen, welche ich denn nehmen soll. Ich zeige euch dann drei Favoriten und ihr wählt daraus von drei verschiedenen Marken. Ich habe früher immer Ulsport-Schuhe getragen und die Adidas World Cup, die klassischen schwarz-weißen Schuhe, die so kaum mehr von Tormännern getragen werden. Da werden auch schon fast die Stürmer-Schuhe getragen. Beziehungsweise wegen dem Auswählen, das wird dann in Part 10 oder 11 werde ich dann die Schuhe auswählen, derweil werde ich eigene wählen, die ich nicht zu den drei Kandidaten dazu tue. Und dann wählt ihr inzwischen aus, welche ich denn danach tragen soll. Aber jetzt vielleicht mal Überadlung. Einer der stärksten Löwen in der Saison. Der schießt, aber der schießt daneben. Das macht den Unterschied, dass wir jetzt kein Tor gemacht haben. Wer ist denn eigentlich euer Lieblingstormann? Habt ihr da einen? Außer mich natürlich. Mein Lieblingstormann ist Simon Manzoni. Der war früher in der zweiten österreichischen Liga. Ist jetzt zweiter Tormann geworden bei der Trenkwalder Admira Mödling in Österreich. Nach langer Pause hat er sein Comeback sozusagen verkündet wieder plötzlich. Ist ein toller Typ, sympathisch, durfte ihn persönlich kennenlernen, habe Handschuhe von ihm bekommen. Deswegen trage ich auch die 28, weil er auch die 28 hatte. Und er hat die 28, weil er am 28. März Geburtstag hat. Ansonsten auf internationaler Basis, auf großer Basis, mein Lieblingstorwart ist Martens de Kelenburg, der aber leider nicht mehr so stark ist, wie er es mal war in der holländischen Nationalmannschaft. Wobei ich Silessen auch ganz cool finde, muss ich sagen, von Ajax Amsterdam. Ganz früher war es Fabien Barthez, der Franzose, der mich imponiert hat, überhaupt Tormann zu werden. Ja, er war der Grund, warum ich Tormann geworden bin. Also, was ist euer Tormann? Lieblingstormann, meine ich. Befreiungsschlag von Sandhausen, aber der Ball bleibt im Spiel. Und wir gehen mit einem, ja, einer schwachen Leistung in die Kabine. Aber die anderen Mannschaften, die spielen momentan auch nur 0-0. Also andere Zuseher bekommen auch nichts Besseres angeboten. Und es kommt jetzt Bedia für Klaasen rein. Der nächste Spanier ist auf dem Feld. Vallori, Sanchez, Bedia. Ferzl. Abgegrätscht von Adlung, aber der kommt nicht mehr schnell genug ran. Aber jetzt Sanchez mit der guten Abwehr. Schon an der Mittelfeldlinie. So, der Konter aufgezogen. Oh, kommt er zu Adlung? Ja, Adlung, aber er kann ihn nicht richtig kontrollieren. Dadurch kann Sandhausen den Ball nochmal ins Aus befördern. Und der ist abgefälscht von Achenbach. Und dadurch ist er im Tor. Ja, da hat der Tormann, der Triemann, dann keine Chance mehr. Vom Knie geht er ins Tor. War das ein Eigentor? Ich glaube, das war ein Eigentor. Wird als Eigentor gewertet, weil er doch die Richtung ganz, ganz arg abgeleitet hat. Ich sage nur 1860 München 1. SV Sandhausen 0. Danke, bitte. Und über so ein glückliches Tor sind wir natürlich froh. Da haben wir überhaupt nichts dagegen.
besonders wenn wir selber kaum Offensivaktionen haben. Und ich denke, das wird uns jetzt auch mal ein bisschen mehr motivieren, vielleicht ein eigenes Tor noch zu schießen. Aber irgendwie passt das alles mit den Pässen heute nicht. Bieler. Achenbach. Wieder Bieler. Was? 2000 Euro in bar? Habt ihr es gehört? Die bräuchte ich, um mir neue Handschuhe nach diesem Reflex zu kaufen, weil die sind jetzt schon nach diesem guten Schuss ein bisschen abgenutzt. Der nächste Wechsel, Marin Tomasov für Walde. Drama. Neue Flügelspieler drinnen. Der geht relativ weit und findet auch keinen Abnehmer. Nicht in der Verteidigung und auch nicht im Angriff der Sandhausener. Ja, da rumpeln der Zweiter ineinander. Aber wie die das Flügelspielen machen, ist ja, muss man sagen, ein Traum! Und dann rettet der Pfosten. Da könnte ich mich strecken und springen und mir eine Handverlängerung machen. Da wäre ich nicht rangekommen. Jetzt 60 im Glück und ja, Sandhausen im Pech durch das Eigentor. Und das war doch ein Foul, oder? Die rechte Seite ist halt bei uns anfällig. Über die linke kommen sie eh kaum durch. Danke, Controller. Leider bin ich ein bisschen verschnupft. Das stört irgendwie. Ich freue mich auch schon auf die Herbst-Winterzeit. Dann wird das alles gemütlicher nach der Arbeit. Dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, dass ich mich da direkt vor den Computer setze, sozusagen. Weil im Sommer, da gehe ich doch lieber raus nochmal oder gehe Fußball spielen und so weiter. Aber jetzt dann im Herbst, Winter, da kann ich aufnehmen ohne Ende, bis es wieder Frühling wird. Und ich liebe es ja, wenn es draußen dunkel ist, die Stimmung ist draußen kalt, drinnen ist es warm. Ich schlürf dann, weiß ich nicht, mein Tee, mein Energy Drink, mein Kakao, was auch immer vorm Computer und nehme schön die Let's Plays auf. Wir stellen jetzt schon auf Abwehrriegel. Dann lassen wir uns auch Zeit. Aber wir probieren jetzt mal den weiten Auswurf aus. Ja, schaut mal, wie weit ich jetzt nach vorne komme. Seitenverlagerung. Adlung am Ball. Aber jetzt, warum spielt er nicht Rodrian, der Kroate? Jetzt wird nur noch auf Sicherheit gespielt. Ja, kein Risiko eingehen. Aber dann passiert dennoch der Fehler. Das sollte normalerweise nicht passieren. Ganze Flügel wieder frei auf der rechten Seite. Das ist eine katastrophales Stellungsspiel und dann Foulspiel. Wer war es? Ich glaube Tomasov, ja, die Nummer 14 hat da den Gegner gefoult, gibt aber nur eine kleine Ermahnung. Ja, das muss man schon pfeifen. Ah, jetzt ist etwas runtergefallen. Die Mauer. Die springt gar nicht erst. Boah. Ah, das, ja, war ein halben Meter nur auf dem Außennetz, Oberbei.
Kagelmacher klärt den Ball. Jetzt ist in der Mitte alles frei. Aber es geht zu langsam. Nach vorne geklärt. Was mir aufgefallen ist, bei FIFA 15 gibt es immer 5 Minuten Nachspielzeit. Das kommt irgendwie unglaubwürdig rüber dann mit der Zeit, wenn das ständig ist. Und der landet in meinen Armen, aber war eh abseits. Ah, diesmal nur 4 Minuten. Ja, der Ball kommt jetzt auch nach vorne. Aber dann immer noch am Ball, Sandhausen. Dachte ich schon, dass er geklärt ist. Aber jetzt ist er geklärt. Vitek schießt ihn nach raus, aber Sandhausen will weiter das Tor machen. Aber jetzt soll es doch zu Ende sein. Aber Schiedsrichter denkt nicht daran, abzupfeifen. Aber jetzt gibt es wieder 3 Punkte in der Allianz Arena. Ich sag mal ein glückliches 1-0, weil wir hatten 0 Schüsse aufs Tor, es war ein Eigentor. Also mit so einer Statistik nochmal 3 Punkte zu holen, das ist schon ein wenig peinlich. Wir schauen uns jetzt mal kurz die Tabellensituation an. Wir können alle auf dem ersten Platz rauf bis zu Union Berlin, die 6 Punkte haben. Wir haben 7 Punkte. Tordifferenz nicht schlecht. Wir haben noch kein Gegentor. Das ist natürlich lobenswert gegenüber mir. Jetzt schauen wir uns die Schuhe an. Aha. Es gibt auch das enge Trikot, aber es gefällt mir überhaupt nicht. So, die Stutzenlänge. Nee, wo kann man die Stutzen nochmal aussuchen? Ah ja, da unten, die habe ich auch freigeschalten. Können wir auf lang machen, das machen wir auch. So, Schuhe. Meine Favoriten sind, wo ist er denn? Nee, doch. Entweder der Adidas Zero F50 Messi in diesem Gelb-Grau in den 4 farbigen. Oder, wir haben jetzt so viele Schuhe, wo sind sie denn? Oder diese Nike Merciel Superfly in grün. Und eure dritte Wahl ist dieser Umbro in Camouflage rot-grün. Also Umbro, Nike oder Adidas. Ich will derweil, wen wähle ich denn? Ich nehme derweil die Under Armour. Ne, die kann ich gerade gar nicht, scheiße. Welche nehme ich denn? Nehme ich die dabei, den Gelb-Orange. So, weiter. Und wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder zu Hause gegen den FC St. Pauli. Ich freue mich wie immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Pazian LP. Tschüss, Leute.